Hey Leute, ich bin's Conny mit dem Comeback des Jahres. Denn Pet Simulator 99 hat ein neues Update in offizieller Kooperation mit SpongeBob Schwammkopf rausgebracht. Und genau das möchte ich mir jetzt mal anschauen. Ich gucke jetzt einfach mal in Pet Simulator rein in den Exclusive Shop. Ja, natürlich. Natürlich. Es ist ein Exclusive Egg. Was denn sonst? Man kann Mr. Krabs bekommen. Mr. Krabs finde ich eigentlich voll cool. Dafür, dass der der Schlechteste ist. Eigentlich okay. Gary gibt es. Patrick Star, eine seltsame Form für ein Pet-Simulator-Pet, aber okay. Dann Huge Mr. Krabs, ein Huge Patrick und ein Titanic SpongeBob Scrap Hands und den brauche ich. Ich werde jetzt, einfach nur weil ich echt lange nicht mehr gestreamt habe und weil ich verrückt drauf bin, mir drei dieser Exclusive Eggs gönnen. Ich werde zwei davon öffnen und eins werde ich im Verlauf des Streams einfach an den Zuschauer verschenken. Aber das Verschenken machen wir später. Jetzt haben wir gekauft, ich habe drei neue Exclusive Eggs. Das erste Egg, das öffne ich jetzt und ich hoffe, ich krieg was Geiles. Please? Raufklicken, bitte, bitte, bitte. Bitte gib mir SpongeBob, es wird jetzt schon nichts Huges. Schade. Aber Patrick! Patrick sieht echt so weird aus, guckt euch das an. Das soll ein Pet-Simulator-Pet sein. Naja, ich habe Gary nicht gehatcht, passiert. So, wir gehen jetzt erstmal durch die Welt durch. Ich werde mal gucken, ob es hier irgendwas gibt, was... Oh ja, stimmt! Wo ist das, Das müsste gleich kommen. Es gab ja diese komische Huge Pet Daycare, also in die man täglich reingucken muss, um sich sein Zeug abzuholen. Da habe ich ewig nicht reingeguckt. Vor ein paar Tagen bin ich nochmal reingegangen in Pet Simulator, habe mir angeguckt, ob es da irgendwas Neues gibt und habe hier auch wieder Pets reingepackt. Aber ja, hier, kann mir nochmal meine Rewards abholen. Das habe ich jetzt einfach monatelang nicht gemacht und mir sind somit sehr viele Gems entgangen. Aber ich habe halt keinen Bock, täglich Pet Simulator zu spielen. Das ist einfach nicht mehr mein Ding. Spielt ihr eigentlich noch täglich Pet Simulator? Schreibt es mir einfach mal in den Chat. Würde mich interessieren. Ich verstehe. Dann lasse ich meine Pets hier abbauen mit Autofarm und kann mir dann davon Zeugs leisten. Für 2500 so. Und hier kann ich mal den Dino-Pets holen, die dann hoffentlich besser sind in dieser Area. Also zumindest in diesem Modus. Ich kaufe mir auch schon mal Walls. Aber das hier hat nichts mit SpongeBob Schwammkopf zu tun. Wäre aber ein Egg, please. Ja, und? Wow, ein Golden Dino-Dog. Der ist das Schlechteste, was es gibt. In Gold. Na gut, dann kaufe ich mir erstmal ein paar Walls und hier hinten gibt es eine Menge Zeugs zum Kaufen. Event Reward. Ah, cool. Man kann sich also solche Gifts dann auch holen, aber die werden wahrscheinlich nichts wert sein. So wie ich Pet Simulator kenne. Eine Goldmaschine. Ja, wow, ich gebe Geld aus für Maschinen, die ich schon habe, also die man überall kriegen kann. Naja. Und ich habe kein Geld mehr. Wieder Geld abholen. Aber das ist doch nicht das SpongeBob Event. Ist das SpongeBob Event wirklich einfach nur das Exclusive Egg? Weil wenn ja, dann ist das eine Kooperation, die ist, ja, okay, aber Event würde ich das dann nicht nennen. Ich gucke jetzt einmal kurz auf die Webseite, da hatten die doch hier die Patchlogs. So, Featuring, also das neue Event haben wir von heute, vom 27. Juli. Featuring SpongeBob Exclusive Egg. Ich bin bereit. Das SpongeBob Egg ist gedroppt. Neues Titanic, SpongeBob Scrap Hands. Das sieht irgendwie so weird aus. Das sieht einfach falsch aus. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich gebe zu, ich hätte schon gerne. Ich hätte schon gerne die SpongeBob Exclusive Pets, jedes einzelne. Aber ich bin nicht bereit, ein Vermögen dafür auszugeben. Ich habe ja schon 1200 Robux ausgegeben, was eine Menge ist. Ich meine, wenn du 1200 Robux kaufen willst, dann reichen da nicht mal 10 Euro. Und das nur für drei Exclusive Pets. Ich krieg wahrscheinlich dreimal Mr. Krabs. Okay, ich habe jetzt einmal Patrick bekommen. Das war eigentlich ziemlich rare. Das war das beste Exclusive Pet, das ich kriegen konnte. Aber die anderen werden wahrscheinlich auch nur Patrick und Gary sein. Und ein Pet werde ich ja noch verschenken. Aber scheinbar ist es tatsächlich nur dieser Dino Tycoon. Der hat nicht viel mit. Der hat eigentlich überhaupt nichts mit SpongeBob zu tun. Das hat eher was mit Jurassic World zu tun. Ich meine, ja gut, jetzt sehen wir einmal, wie er aufgebaut aussieht. Sieht cool aus. Ganz ehrlich, es sieht cool aus. Und ich bin auch ehrlich, ich mag Tycoons. Mir machen Tycoons Spaß. Aber ich hätte jetzt wirklich so ein bisschen SpongeBob-Gameplay erwartet. Ich hätte mich echt darauf gefreut. Aber es ist halt einfach ein Tycoon, den sie jetzt eingebaut haben. Kann man machen, auf jeden Fall. Ich habe nichts gegen Tycoons. Ich finde Tycoons cool. Ah, keine Ahnung, ich hätte mir ein bisschen mehr SpongeBob-Action gewünscht. Ich hätte lieber 1200 Robux verschenken sollen. Ich werde noch ein Exclusive Egg verschenken, aber vorher werde ich noch ein SpongeBob Exclusive Egg öffnen. Und jetzt möchte ich bitte ein Titanic. Bitte. Gib mir einfach... Oder ein Huge. Gib mir einfach nicht alles... Hauptsache kein normal, es ist ein normales Exclusive Pet und das ist Mr. Krabs. Aber ganz im Ernst, ich bin mit Mr. Krabs cool. Ich mag Mr. Krabs, auch wenn es der schlechteste ist, den ich picken konnte, bin ich ganz zufrieden.
So, das letzte Eck, das werde ich nicht öffnen, das werde ich nachher noch verschenken. Ich gucke jetzt einfach mal, wie weit ich den Tycoon bringen kann. Hier sind ja noch ein paar Knöpfe. Ich werde jetzt aber nicht ewig an diesem Tycoon sitzen. Wenn wir irgendwann plateauen und nicht mehr vorankommen, dann war es das. Weil das ist alles, was ich machen wollte. Ich wollte einfach nur reingucken, was es mit dem SpongeBob-Event auf sich hat. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass es nur ein Eck ist. Ich finde cool, dass sie einen Tycoon hinzugefügt haben. Wenn das jetzt kein Dino-Tycoon wäre, sondern ein SpongeBob-Tycoon, dann wäre ich ollen, dann würde ich das sowas von feiern, aber es ist halt nur dieses SpongeBob-Eck und ein Dino-Tycoon. Ich meine, Lewis wird's lieben. Lewis ist ein Jurassic Park. Ich will gar nicht Fan sagen. Fan klingt so underwhelming. Er ist ein Jurassic Park Ultra. Breakables! Kommt her, meine Pets! Hier wird jetzt gefarmt. Aber ich hole mir trotzdem noch das, was ihr gefarmt habt, ab. Und ein paar Eier. Und BAM! Ich habe auch Axolotl! Axolotl in Rainbow. Okay, jetzt kann ich mir gar nicht mehr leisten. Gary, ich habe keinen Gary gehatcht. Aber vielleicht kommt Gary ja noch aus dem Eck raus. Ah, hier kann man noch ein Eck holen. Ein besseres. Also vielleicht kann man Gary, wird Gary ja noch aus dem Eck gehatcht, das ich verschenken werde. Vielleicht bin ich ja noch dabei. Und der Zuschauer, dem ich schenke, der ist dann auch im Server und öffnet es neben mir. Aber ich glaube nicht. Aber ich merke schon, der Tycoon fängt an zu plateauen. Ich muss ziemlich oft hier abholen gehen. Was auch okay ist, ehrlich gesagt. Oh, ich kann mir hier 10% mehr Coin Drops holen, was ziemlich cool ist. Bisher ist es auf jeden Fall ein ganz gut gebalanceder Tycoon. Man muss nicht ewig warten, bis man sich was kaufen kann. Bisher. Es kann sein, dass das alles noch schlimmer wird. Das Farmen geht relativ gut mit den Pets, die ich habe. Ich weiß nicht, wie das für normale Spieler ist, die mit weniger Pets starten. Aber ich habe ja jetzt auch nicht die besten Pets, die es gibt, weil ich ewige Updates einfach aussitzen lassen habe. Aber ehrlich gesagt, das war's mit dem Tycoon. Mehr Tycoon-Action brauche ich gar nicht. Ich würde sagen, wir verlosen jetzt einfach meinen Exclusive Egg. Also Leute, wenn ihr das SpongeBob SquarePants Exclusive Egg haben wollt, dann schreibt einfach irgendeine Nachricht in den Chat. Der Gewinner ist Leo Royal 12. Okay, herzlichen Glückwunsch Leo, schreib einmal deinen Roblox-Namen in den Chat und ich werde dir dann das SpongeBob Exclusive Egg rüberschicken. Leo Royal 120. Okay, ich habe deinen Namen, das heißt, ich gehe jetzt einfach mal rüber in die normale Welt. Wo geht's denn hier zurück in die normale Welt? Hallo? Ah, da hinten ist das Portal. Ich habe mich verlaufen. Flup. Dann gehen wir zum Briefkasten. Und ich schicke dir das Exclusive Egg. Oh, ich habe sogar etwas bekommen von Yannick. Nice. Jetzt erstmal senden. Leo Royal 120. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Egg. Hier, das Exclusive SpongeBob Egg. Ich finde das auch cool, dass das die Ananas von SpongeBob ist. Die Form kommt gut hin. Mit der normalen Eggform gefällt mir ehrlich gesagt sehr. So. Confirm. GG. 20k senden wir. Ich bin mir absolut sicher. Perfekt. Es wurde verschickt. Mail Send steht da unten. Dann herzlichen Glückwunsch, Leo. Du kannst mir gerne in den Chat schreiben, was du bekommen hast, falls du es öffnest. Du musst es ja nicht öffnen, du kannst es auch gerne weiterverkaufen für Gems. Ist ja auch komplett legitim. Ist jetzt dein Eck, das heißt, du kannst damit machen, was du möchtest. Weil das Update mir jetzt nicht viel mehr zu bieten hat, was mich interessiert, würde ich sagen, das war's auch mit dem Stream. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Das war's, bis dann und ciao!